Hey Leute, es beginnt bald wieder die Zeit, in der ganz viel neue Technik vorgestellt wird und deswegen auch super viele Reviews meinerseits auf meinem Kanal online gehen werden. Und deswegen möchte ich kurz bevor diese Zeit eintrifft, einfach nochmal ein Q&A machen und ein paar aktuelle und vor allem spannende Fragen von euch beantworten. Also legen wir direkt los. Wie bist du zum Minimalismus gekommen? Tatsächlich fing es schon ziemlich früh bei mir an, so mit 15, 16 Jahren. Ich war auch schon immer ein ziemlich genauer Typ und will mich auch eigentlich nach wie vor immer nur auf die wichtigsten und nötigsten Sachen konzentrieren und darauf aber dann zu 100%. Und dadurch kam das irgendwie alles und ist dann auch mit der Zeit mehr und mehr geworden. Ich habe dann auch ganz viele verschiedene Bücher mir dazu angeschaut und durchgelesen. Ich habe die Doku The Minimalists auf Netflix gesehen und all diese ganzen Kleinigkeiten haben dann dafür gesorgt, dass ich einfach super viel Begeisterung für Minimalismus bekommen habe und jetzt auch eben versuche, Minimalismus so gut es geht auszuleben. Auch wenn es als Technik-YouTuber so ein bisschen schwer ist, da immer so den Spagat zu schaffen, aber ich gebe mein Bestes, dass es irgendwie funktioniert. Und auch in meinem Freundeskreis gibt es einige Leute, die diesen Lebensstil irgendwie ausüben. Und dann passiert es ganz schnell, dass man eben da auch super viel Lust drauf bekommt. Und ich kann es eigentlich nur jedem empfehlen. Und meiner Meinung nach gibt es auch keinen Charakter, bei dem Minimalismus irgendwie nicht funktionieren könnte. Weil ich finde, wenn man Minimalismus auslebt, wird man irgendwie auch so ein bisschen glücklicher. Zumindest meiner Meinung nach und so habe ich auch ein bisschen das Gefühl. Wie bist du auf die Marke Withings aufmerksam geworden und was würdest du im Alltag persönlich nutzen? Die ScanWatch bzw. ScanWatch Horizon oder die Apple Watch? Und lohnt sich aktuell noch eine Withings ScanWatch bzw. ScanWatch Horizon? Okay, das sind jetzt drei verschiedene Fragen in einer großen Frage und ich fange jetzt einfach mal mit der ersten an. Tatsächlich bin ich über einen ziemlich witzigen Zufall über meine Mutter auf Withings gestoßen und das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Und sie kann sich auch für die Marke total begeistern, hat mich praktisch zu der Marke gebracht und seitdem bin ich auch ein extrem großer Withings-Fan, habe quasi fast alle Produkte mittlerweile und bin super happy mit den Geräten. Okay, und jetzt zur zweiten Frage von den drei. Tatsächlich würde ich immer zu Withings ScanWatch greifen und zwar zu der normalen und nicht der Horizon, weil die mir persönlich so ein bisschen zu robust ist. Ich finde die auch schick, aber trotzdem bin ich ein bisschen der minimalistischere Typ und da ist die Withings ScanWatch einfach perfekt. Deswegen würde ich zur ScanWatch greifen, aber nicht zur Apple Watch, auch wenn ich diese als eine super gute Smartwatch empfinde und ich nutze sie auch gern, wenn ich ein iPhone habe, aber unterm Strich ist es einfach die Withings ScanWatch, die ich lieben gelernt habe und eigentlich auch nicht mehr missen möchte, weil sie eben so gut funktioniert. Sie verbindet Technik und das analoge Uhrendesign perfekt und alle Messwerte, die die Uhr liefert, sind klinisch validiert. Also was möchte man mehr? Für mich ist es die Withings ScanWatch und ich denke, da wird auch sehr schwer eine andere Uhr rankommen. Und zur letzten Frage von diesem etwas größeren Frageblock. Ich würde tatsächlich Stand jetzt nicht mehr zur normalen Withings ScanWatch greifen, sondern zur Withings ScanWatch 2. Die wurde vor kurzem vorgestellt, wird auch bald auf dem Markt verfügbar sein und von mir wird es dazu auch sehr, sehr bald ein Review geben. Also schaut da gern vorbei bzw. abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt, um das Video nicht zu verpassen. Genau, aber so viel dazu. Ich würde Stand jetzt wegen der Withings ScanWatch 2 nicht mehr die normale ScanWatch kaufen, beziehungsweise die ScanWatch 1. Hast du Routinen und falls ja, von wem lässt du dich dabei influenzen? Ja, tatsächlich habe ich Routinen und zwar schon seit ziemlich langer Zeit ist es vor allem in der Früh ein richtig strikter Ablauf bei mir und wenn ich aus irgendeinem Grund den dann doch mal nicht einhalten kann, dann fühlt es sich auch irgendwie komisch an. Deswegen, ja, ich habe Routinen und influenzen lasse ich mich da vor allem von Matt Diavella auf YouTube. Ich weiß nicht, vielleicht kennen einige von euch diesen YouTuber. Und falls ihr mal ein Video zu meiner morgendlichen Routine sehen wollt, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, kann ich super gerne mal ein Video zu machen. Hat auch ziemlich viel mit Technik zu tun, würde ich fast sagen. Genau, aber ja, ich habe Routinen und das vor allem in der Früh und unterm Tag, ja, gibt es hier und da Routinen, aber die sind jetzt nicht allzu groß, gerade wenn man es irgendwie im Vergleich zu meiner Morgenroutine sieht. Was sagst du zu den kommenden iPhone 15 Modellen? Tatsächlich freue ich mich dieses Jahr extrem drauf, was irgendwie eine Besonderheit ist, weil die letzten ein, zwei Jahre nicht so ganz die Begeisterung bei mir da war. Ich weiß nicht, da ist es einfach nicht so ganz rübergeschwappt. Ich hatte zwar Lust, die Geräte zu testen und habe mich auch super auf die Vorstellung gefreut, aber diese Begeisterung, die ich sonst immer hatte, die war einfach nicht da. Und dieses Jahr ist sie auf jeden Fall wieder da, gerade weil man jetzt auch endlich weiß, okay, die iPhones werden mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit mit USB-C daherkommen. Sie werden ein etwas neueres Design besitzen. Gerade auch das Handling wird einfach besser sein, was ich einfach echt gut finde. Und
Ich bin auch ziemlich gespannt auf den Akku. Der soll sich auch nochmal echt vergrößert haben bzw. verbessert haben. Das heißt, da bin ich auch sehr gespannt drauf und natürlich auch wieder auf die Leistung. Ich denke, mit dem A17 Bionic Chip wird der Apple wieder alle möglichen Grenzen sprengen. Deswegen ja, ich bin sehr gespannt drauf. Ich freue mich drauf. Es wird auch Reviews davon mir geben. Und deswegen einfach mal gucken, was passiert. Wir wissen schon eigentlich ziemlich viel und deswegen kann ich jetzt auch mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit sagen, ich freue mich riesig auf die Geräte und es dauert nicht mehr lang. Welches Ökosystem findest du am besten? Bei der Frage bin ich wirklich im Zwiespalt, weil auf der einen Seite würde ich sagen, dass das Apple-Ökosystem auf jeden Fall immer noch das Beste auf dem Markt ist. Auf der anderen Seite muss ich aber auch zugeben, dass das Google-Ökosystem immer besser und besser wird und nachdem ich ein Android-Fan bin und vor allem ein Riesen-Fan von den Google-Produkten, stecke ich da aktuell irgendwie so ein bisschen in dem Dilemma. Aber wenn man wirklich es neutral betrachtet, wird das Apple-Ökosystem aktuell noch das Beste sein. Aber das Google-Ökosystem kommt immer näher und näher und es hat vor allem extrem viel Potenzial. Deswegen mal schauen, was in der Zukunft passiert. Aber Stand jetzt, neutral betrachtet, ist das Apple-Ökosystem wahrscheinlich noch ein bisschen besser. Benutzt du Smart Home? Ja, benutze ich, aber wahrscheinlich, wie viele von euch nicht erwarten, ziemlich sporadisch bzw. abgespeckt. Nicht irgendwie, dass jetzt alles bei mir über Smartphone, über Sprachsteuerungen so steuerbar ist, sondern ich habe hier und da Philips Hue-Lampen, ich arbeite mit einem Nest-Hub von Google, aber es ist bei mir nicht so, dass jetzt irgendwie Jalousien automatisch hochfahren, wenn ich sage, okay, bitte fahr meine Jalousien hoch, sondern ich habe das ziemlich gezielt auf gewisse Bereiche und da dann aber auch ziemlich ausgewogen, aber nie jetzt so, wie ihr vielleicht irgendwie gedacht habt, dass bei mir alles Mögliche aus Smart Home besteht, weil ich hier und da schon noch gerne so ein bisschen selber physisch die Kontrolle habe. Genau, aber ich bin gespannt. Vielleicht werde ich in den nächsten paar Jahren mehr und mehr der Smart Home Typ. Aktuell lieber ein bisschen minimalistischer, was die ganze Sache angeht, aber dann irgendwie auch so, dass es zu 100% und wirklich gut funktioniert. Was ist deiner Meinung nach das beste iPhone? Ich denke, einige werden es vielleicht sogar wissen, zumindest die, die die Hommage von mir gesehen haben, beziehungsweise das Hommage-Video. Es ist das iPhone 13 Mini, einfach weil der Formfaktor genial ist, beziehungsweise genial war. Und deswegen finde ich es auch umso enttäuschender, dass es wahrscheinlich kein weiteres Mini-Modell geben wird. Aber ja, für mich ist es klipp und klar, zumindest Stand jetzt, das iPhone 13 Mini, weil da echt einfach vieles gepasst hat und es mich bis heute immer wieder begeistert und mich irgendwie auch ein bisschen glücklich macht, wenn ich dann doch irgendwie ein iPhone 13 Mini in freier Wildbahn bei irgendjemand anderem sehe. Was ist dein teuerstes Technikprodukt? Puh, das ist eine ziemlich gute Frage und ich muss sagen, ich schwank so ein bisschen zwischen meinem MacBook Pro, dem Devialy Phantom Reactor und aber auch meinem Dyson Staubsauger. Eins von den drei Produkten müsste es sein, aber ich glaube fast, dass es mein MacBook Pro war, einfach weil das knapp 5000 Euro gekostet hat. Ich glaube ja, das ist mein aktuell teuerstes Technikprodukt. Wird es eine neue Room- und Setup-Tour geben? Ja, aber sowas von. Bei der Setup-Tour dauert es sogar gar nicht mehr allzu lang. Es gibt noch ein, zwei Sachen, die ich verändern möchte und dann werde ich das Video so schnell wie möglich drehen. Bei der Room-Tour kann es aber noch ein kleines bisschen dauern. Da müsst ihr ein bisschen Geduld haben. Ihr kennt mich auch, wenn ich dann so ein Video mache, möchte ich es auch irgendwie cool und besonders aufziehen. Deswegen, das wird noch ein bisschen dauern, aber die Setup-Tour, die wird ziemlich zeitnah kommen. Das heißt, unterm Strich, beide Videos werden auf jeden Fall erscheinen. Das eine nur ein bisschen früher als das andere. Lieber fliegen oder unsichtbar sein? Das ist ziemlich witzig, die Frage, weil ich mir da auch so privat immer mal wieder spaßeshalber Gedanken drüber mache, in welcher Situation denn jetzt welche Superkraft irgendwie sinnvoll wäre. Und tatsächlich, ich weiß nicht, ich bin glaube ich der Typ dafür, der sehr gerne in manchen Momenten einfach unsichtbar ist. Weiß nicht, ich kann mir das irgendwie cool vorstellen und fliegen kann glaube ich irgendwann auch echt eintönig werden. Was machst du zurzeit? Also studierst du noch oder arbeitest du? Tatsächlich bin ich neben YouTube, was auch sehr viel Zeit von meinem Leben einnimmt, einfach ganz normal als Kameramann unterwegs und das mache ich. Ich mache YouTube, ich bin Kameramann und das sind praktisch meine zwei Jobs. Was wünschst du dir für das Google Pixel 8 bzw. 8 Pro? Auf jeden Fall einen größeren Akku. Ich bin aber auch extrem auf den Tensor G3 gespannt. Ich hoffe, dass da die Performance echt nochmal angehoben wird. Und auch kameramäßig könnte ich es mir ziemlich gut vorstellen, beziehungsweise würde es mich freuen, wenn es da nochmal so ein paar Upgrades gibt, dass die Megapixelanzahl vielleicht ein bisschen erhöht wird, dass der Sensor ein etwas neuerer ist, der verbaut wird und dass trotzdem aber dieser Google-Look, den ich bei den Bildern eh so sehr liebe, einfach beibehalten wird. Und ich glaube, dann
bekommt man da echt ein ziemlich gutes Smartphone. Und ich meine, ihr wisst alle, ich bin und bleib wahrscheinlich auch ein ziemlich großer Google Pixel Fan. Für wen lohnen sich die Flaggschiff-Smartphones und für wen reichen die Mittelklasse-Smartphones? Mittlerweile muss ich echt sagen, dass ich der Meinung bin, dass für ziemlich viele eigentlich Mittelklasse-Smartphones total ausreichen. Gerade wenn man so in Richtung Nothing guckt oder aber auch mittlerweile wieder Motorola. Da gibt es ziemlich viel gutes Zeug und da gibt es auch ziemlich viele Smartphones, die ich persönlich auch nutzen würde. Gerade aber auch in Richtung Google, das Google Pixel 7a. Wow, das ist ein mega gutes Gerät. Deswegen, für viele Leute lohnen sich Mittelklasse-Smartphones und nur ein ganz weniger Bruchteil braucht eigentlich ein High-End-Gerät. Das sind eigentlich gerade vor allem Nutzer, die irgendwie viel Pro-mäßig unterwegs sind, vielleicht auch irgendwie beruflich was mit ihrem Smartphone tun und machen müssen, wo vielleicht auch aufwendigere Aufgaben und Anwendungen irgendwie mit im Spiel sind. Und alle anderen Leute, mittlerweile reicht echt größtenteils ein Mittelklasse-Smartphone. Und jetzt sind wir schon bei der letzten Frage angekommen und die lautet: Sollte man auf die Pixel Watch 2 warten oder direkt die Galaxy Watch 6 nehmen? Oder gar eine ganz andere Smartwatch unter Android nutzen? Ich würde auf jeden Fall auf die Google Pixel Watch 2 warten. Die Galaxy Watch 6 soll nicht allzu gut sein und das, was ich jetzt auch bisher gesehen habe und schon selber irgendwie ausprobieren konnte, hat mich persönlich jetzt auch nicht so überzeugt, deswegen wird es auch von mir wahrscheinlich kein Review dazu geben. Deswegen wartet auf jeden Fall auf die Google Pixel Watch 2 und entscheidet dann, wobei ich auch immer wieder, ihr werdet schon am Anfang gemerkt haben, von Withings die Withings ScanWatch bzw. ScanWatch 2 empfehlen kann. Also je nachdem, was ihr mögt, ob die Uhr noch smarter sein soll oder ob euch eine normale Uhr mit ganz viel Technik im Inneren ausreicht, das müsst ihr wissen. Aber ich würde definitiv auf die Pixel Watch 2 warten und weniger zur Samsung Galaxy Watch 6 greifen. Aber gut, das war's mit meinem Q&A. Ich hoffe, ich habe alle Fragen ordentlich beantwortet. Wenn ihr noch mehr habt, könnt ihr mir die gerne in die Kommentare schreiben. Genauso wie ihr mir auch in die Kommentare schreiben könnt, ob ihr jetzt mal etwas häufiger Q&As sehen wollt. Und dann sehen wir uns schon sehr bald im nächsten Video bzw. Review wieder. See you!